So, herzlich willkommen zurück zu The Captain. Wir werden die Geschichte weiterspielen. Es kann sein, dass ich einen neuen, nochmal zu einem älteren Savegame zurückspringen muss. P, die Ausstellung im Orbit von P. Da sind wir, glaube ich, richtig. Ich schaue nur trotzdem nochmal ganz kurz nach, ob das alles okay ist. Ändere mal die Einstellung und muss meine Kamera nochmal schnell entsperren. Sonst folgt ihr mir. Das wollen wir nicht. So. Halt. Gleich habe ich es jetzt. So. So passt das gut. Und ich denke, an der Stelle können wir weitermachen. Mit Verrat und Intrigen. So. Und wir landen auf P. Das sind jetzt so die letzten Schritte und ich hoffe, dass wir zeitlich hinkommen. 4 Tage haben wir jetzt verloren. Komm, das ist das. So. Ich checke nochmal ganz kurz mein Equipment. Ich habe das Sabotage-Tool, das werde ich hier einsetzen. Die Schlüssel, eine Schlüsselkarte. Brauche ich für das Spacegate, Spacegate Eintrittspass und ein Ausstellungsticket. Ich denke, wir haben wirklich alles und können jetzt hier ganz entspannt die Sabotage angehen. Guten Tag, dein Ticket bitte. Klar, hier ist es. Danke. Willkommen zur Ausstellung. Ich sollte dich daran erinnern, dass dieses Ticket nur den einmaligen Eintritt erlaubt. Wir wissen für dich, dass du alles hast, was du brauchst, denn wir können dich später nicht wieder hineinlassen. Schon gut, ich habe alles, was ich brauche. Was ist das? Oh, nun Glückwunsch, schätze ich. Was ist passiert? Du bist heute unser 1000. Besucher. Wow. Ja, du bekommst Zugang zu deiner eigenen privaten VIP-Kabine, von der aus du die Präsentation von oben sehen kannst. Dort gibt es auch ein paar Snacks und Getränke, die du mitnehmen darfst. Hier, zeige diesen Ausweis einfach dem Wachmann auf der zweiten Ebene des Gebäudes. Vielen Dank. Okay, das war's. Das ging schnell. Wir sind hier, um den nächsten Schritt in der Transporttechnologie zu machen. Gerüchten zufolge wird die Präsentation nach der Ausstellung in vollem Umfang eingeführt, wenn sie reibungslos verläuft. Hm, wunderbar, wunderbar. Die sieht interessant aus. Hallo, ich bin der Assistent von Bruder Horn. Ich bin seine Stimme. Bitte richte deine Fragen für ihn an mich. Die Zukunft ist hier. Gut gesagt, schätze ich. Bruder Hong hier ist ein temporaler Mensch der 6. Stufe. Seine bevorzugte Art der Kommunikation ist die Telepathie. Oh, okay. Und du bist? Ich bin seine Stimme. Ich spreche seine Gedanken. Du kannst durch mich mit Bruder Hong sprechen. Ah. Ich bin ein großer Wip, also muss ich gehen. Hm, tschüss. Okay. Das ist. Moment mal. Du musst zuerst den Sicherheitsscanner passieren. Bitte tritt hier durch das Tor. Bitte sofort stehen bleiben. Gibt es ein Problem? Ja, wir spüren ein sehr starkes Energiefeld, das von dir ausgeht. Das ist ganz normal. Wir erlauben hier keine Energiezellen oder andere starke Batterien jeglicher Art. Bitte geh nach draußen und entferne alle Geräte, die starke Batterien enthalten. Du kannst die Aufbewahrungsboxen nutzen, um deine Sachen während deines Aufenthalts zu verstauen. Okay. Was haben wir denn? Batterien haben wir hier drin. Aber ich kann es nicht zerlegen. Wahrscheinlich
Siehst du, ich könnte damit noch gar nicht mehr hier was ausrichten. Ich werde einfach eine dieser Boxen aktivieren. So. Gut. Jetzt müsste es eigentlich erledigt sein. Mal schauen. Also die Batterie in die Energiezelle der Bombe, die haben wir ja schon benutzt für einen anderen Zusammenhang. Moment mal. Bitte tritt hier durch das Tor. Warte. Willkommen zur Ausstellung. Die Aufzüge zur Haupthalle befinden sich direkt am Ende des Flurs. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, das ist ja toll. Wow, das ist wirklich spannend aus. Hier wird der Upper Space Prototyp gezeigt. Währenddessen wird hinter der Bühne der brandneue Prototyp der Upper Space Maschine vorbereitet. Okay, wir sind uns also im Klaren. Also über die Sicherheit im Klaren. Kristallklar. Ich habe meinen besten Mann vor der Tür postiert. Ohne die entsprechende Genehmigung kommt niemand rein. Gut, das ist die einzige funktionierende Upper Space Maschine, die es gibt. Wir werden später einen Live-Test durchführen, bei dem uns der ganze Sektor zusieht. Es darf nichts schief gehen, sonst verlieren wir alle unsere Investoren und diese technologische Revolution wird sterben. Kein Grund zur Sorge, dieses Backstage-Bereich ist absolut sicher. In Ordnung, mach weiter. So, nehmen wir erstmal den VIP-Aufzug. Bist du hier, um den VIP-Bereich zu genießen? Ja, das bin ich. Wenn du deinen VIP-Ausweis hier vor den Scanner hältst, bringt dich der Aufzug direkt dorthin. Richtig. Und dann, wo ist er? Da ist da vor dem Scanner. Okay. Guten Tag. Und herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der exklusiven VIP-Erfahrung. Hattest du bis jetzt einen angenehmen Besuch? Oh ja, ich bin sehr fasziniert von dieser Reisetechnik. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber als VIP des Abends hast du eine gewisse Verantwortung. Was meinst du? Nun, ich freue mich, dir mitteilen zu dürfen, dass du entscheidest, wann die Hauptshow beginnt. Oh, sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, gemacht. Kann man auch schöne Getränke nehmen. Sieht aus, als würden sie einen Schwebeballspieler auf dem Bildschirm zeigen. Die Flying Kings treten gegen die Panda Packers an. Ich habe die erste Liga vom Schwebeball seit der Schule nicht mehr verfolgt. Na gut, das ist doch ein sehr angenehmes Setting. Okay, also das ist die Lounge. Von dort aus dürfen wir dann die Show starten. Okay, dann gehen wir einfach mal durch. Biofreeze. Willkommen bei Biofreeze. Dürfte ich fragen, warst du jemals im Kryoschlaf? Nein. Nun, das ist nicht sehr angenehm, wenn du aufwachst. Deine Haut ist klebrig, dein Mund ist trocken und manchmal kannst du bis zu ein paar Stunden völlig blind sein. Es kann Tage dauern, bis du wieder ganz du selbst bist. Wäre es nicht toll, wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich ohne diese unangenehmen Nebenwirkungen einzufrieren? Ich schätze ja. Sag nichts mehr. Genau aus diesem Grund haben wir von Biofreeze die Chill-Pille entwickelt. Was ist die Chill-Pille? Gut, dass du fragst. Wir haben einen Weg gefunden, auf chemischen Wege einen zeitfeldähnlichen Zustand in deinem Körper zu erzeugen. Was ist ein Körperfeld chemisch ähnlich zeitlich Zustand? Was? Nein. Nah genug, denke ich. Anstatt dich in eine sperrige Kryokammer zu zwängen, nimmst du einfach eine Pille. Deine gesamte zelluläre Körperstruktur geht in einen Zustand über, den wir biologischen Stillstand nennen. Es beginnt Sekunden nach der Einnahme der Pille und du wirst nichts davon merken. Es ist ein ziemlich berauschendes Gefühl. Du wirst nicht merken, wie die Zeit vergeht und dein Körper wird sich kein bisschen verändern. Es spielt auch keine Rolle, wie lange du dich entscheidest, betroffen zu bleiben. Was die traditionellen Lebenszeichen angeht, bist du so gut wie tot. Kann ich eine dieser Pillen ausprobieren? Natürlich. Bediene dich an den Gläsern auf dem Schreibtisch. Nur denk daran, dass es sich um Testpillen handelt. Die Wirkung hält nur etwa eine Minute an. Wenn wir sie später in diesem Jahr auf den Markt bringen, kannst du genau festlegen, wie lange der Effekt anhalten soll. Okay, viel Glück bei euch. Vielen Dank. Schale mit Pillen. Ich werde mir eine Handvoll davon mitnehmen.
Sehr gut. Ja, das ist der typische Messe-Crap. Chill-Pill. So, was ist das? Das ist eine große Pappschachtel für Quetschen. Was? Es ist eine große Pappschachtel für Quetschen. Und es ist noch eine Kugel in dieser Box übrig. 300 sind drin. Oder? Interpretiere ich das falsch? 300 sind drin. 1, 2, 3, 4. Eine ist drin. 295. Teddybär. Ist ein süßer kleiner Teddybär. Es ist auf eine Wellenroutine eingestellt. Willkommen bei Sunshine. Dürfte ich fragen, hast du schon mal eine leere Batterie durch eine neue ersetzt? Ja. Ja, wir alle kennen diese Routine nur zu gut. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass wir hier bei Sunshine eine Lösung für dieses Problem haben? Das wäre toll, schätze ich. Der Part großartig. Also, darf ich vorstellen, die Immer-Batterie. Wie lange hält die Batterie? Nun, wir haben im Moment nur ein Produkt, das mit der Immer-Batterie ausgeliefert wird. Dieser Plüschbär, der Immer-Teddy. Wir garantieren, dass die Batterie im Inneren dieses Teddys mindestens zwei Standardgenerationen lang funktioniert. So kannst du sicher sein, dass deine Kinder es an ihre Kinder weitergeben können, ohne die Batterie wechseln zu müssen. Allerdings können wir nicht garantieren, dass der Teddy selbst so lange hält. Es hängt alles davon ab, wie gut man sich drum kümmert, weißt du? Ich sehe, du kannst einen Immer-Teddy gewinnen. Was ist so Besonderes an ihm? Besonders, ich bin nicht sicher, ob ich weiß, was du meinst. Es ist unser allererstes Produkt, das mit der Immer-Batterie ausgestattet ist. Das Einzige, was du tun musst, ist die Anzahl der Kugeln in diesem Glas zu verraten. Rate mal und gib die Zahl an dem Computer dort drüben ein. Also nochmal 1, 2, 3, 4, eine ist drin. Liegt noch irgendwo anders eine rum. Eine ist drin. 99, 98, 97, 96, 95. Dann, bis später. Machen wir es doch. Aber die ist nicht schlecht. 200. 95. Schätze mal. Oh, Glückwunsch. Du liegst völlig richtig. Fantastisch. Hier, lass mich deinen Preis holen. Sehr cool. Bitteschön. Dein eigener, brandneuer Immer-Teddy. Es ist ein erstaunliches Produkt. Er wird mit einer hochmodernen Energiezelle betrieben und verbraucht extrem wenig Energie. Ah, wenn ich jetzt mit der Bombe reingegangen wäre, hätte ich die Batterie draußen rausnehmen müssen. Hätte dann die Bombe hier reingeschafft, dann hätte mit der Energiezelle die Bombe wahrscheinlich wieder neu bauen können. Okay. Sie wird wahrscheinlich deine Enkelkinder überleben. Hm. Danke, schätze ich. Schön. Jetzt haben wir den Immer-Teddy. Büron Bester in der Ausstellung. Der Stand, der den ersten Preis für die beste Präsentation gewonnen hat, wird auf der Hauptbühne gezeigt. So, Waste and Vanish. Willkommen zu Waste and Vanish. Darf ich dir unser brandneues Müllentsorgungsprodukt zeigen? Ja klar. Fantastisch. Dann sieh dir das an. Wir haben unseren Trans-Steam-System in dieser kleinen Kammer hier installiert. Es muss nicht unbedingt in einer Kammer sein, aber für Demonstrationszwecke fanden wir es geeignet. Lass uns zuerst etwas Müll in der Kabine platzieren. Ich werde einen dieser Testwürfel als Müll verwenden. Und jetzt kommt der wirklich erstaunliche Teil. Ich werde die Kammer zusammen mit dem Müll betreten. Bei allen früheren Müllentsorgungssystemen wäre das eine schlechte Idee gewesen, das kann ich dir sagen. Okay. Wie du siehst, zersetzt es nur totes Material. Außerdem ist er so kalibriert, dass er alle Gegenstände ignoriert, die in direktem Kontakt mit einer Person stehen. Deshalb sind meine Kleidung und die Gegenstände in meinen Taschen noch da. Wenn du weitere Fragen hast, komm einfach zu mir.
Aha. Wow, sieh dir das an. Noch ein Würfel. Ich wusste, dass es funktioniert. Also, wie läuft es hier? Haben wir schon einen Gewinner gewählt? Also, im Moment gibt es 2 Stimmen für Stand 2 und einen für Stand 1. Ich dachte, die Entscheidung muss einstimmig sein. Okay, dann machen wir es so. Lass uns alle Kandidaten noch einmal unter die Lupe nehmen. In etwa einer halben Stunde vergleichen wir unsere Noten und entscheiden, welche die beste ist. Okay? Okay, Boss. Klar, doch, Boss. Super. So, folgendes. Wir haben hier einen Stand, Waste and Vanish, Welle. Das sieht ein bisschen trostlos aus. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Und da geht's dann schon auf die Bühne. Hier komme ich nicht rein. Hallöchen. Kann ich deinen Backstage-Pass sehen? Ich habe keins. Also, ohne kann ich dich nicht reinlassen, weißt du? Okay, jetzt geht's also darum, dass der beste Stand kommt hinter die Bühne und darf sich zeigen. Der Typ, jetzt reden wir erstmal mit ihm. Willkommen. Bist du vielleicht ein Investor oder interessiert an der Zukunft von etwas Bemerkenswerten? Tut mir leid, aber ich bin kein Investor. Das ist aber schade. Ich brauche wirklich etwas Hilfe bei diesem Projekt, aber ich mag bemerkenswerte Dinge. Dann bist du in die richtige Kabine gesteuert. Das ist so unglaublich. Ich habe einen Weg gefunden, Gegenstände aus dem Nichts zu materialisieren. Wirklich? Ja. Entschuldige, dass ich ein bisschen schwer von Begriff bin, aber ich glaube, du musst schon ein bisschen mehr erklären als das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Als ich mit diesem Projekt begann, wollte ich etwas ganz anderes machen. Ich habe eigentlich versucht, Materie in reine Energie zu bauen. Ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, Atommüll und anderen gefährlichen Müll loszuwerden. Während meiner Arbeit damit stolperte ich über eine Raumzeitfrequenz, in der eine unbekannte Energie herumzuschweben schien. Dann gelang es mir, das Energiesignal umzukehren und die Energie in Materie umzuwandeln. Diese Maschine zerlegt, diese stellt her. Ich stelle jetzt ständig diese Frequenz und materialisiere alle Energie, die ich finde. Kannst du mir deine Entdeckung zeigen? Ich fürchte nicht. Das Scannen ist bereits eingeschaltet. Wenn er dort etwas findet, wird er automatisch hier auf dem Empfangspad materialisieren. Was hoffst du damit zu erreichen? Ehrlich gesagt, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich brauche Zeit und Geld, um das herauszufinden. Ich glaube, meine beste Chance ist es, den Preis für die beste Präsentation zu gewinnen, von dem vorhin die Rede war. Der Gewinner darf seine Erfindung nach der Hauptpräsentation auf der Bühne zeigen. Haben die Juroren noch kein Interesse an deiner Präsentation gezeigt? Nein, das haben sie nicht. Ich bin mir nicht sicher, warum das so ist. Als sie das letzte Mal hier waren, hörte ich sie etwas über meine Präsentation murmeln. Hast du ein paar neue Vorschläge für mich? Ich denke, du könntest deinen Firmennamen etwas ändern. Wirklich? Ja, ich habe an dem Namen gezweifelt. Ich muss mich aber wirklich mit dem Namen verbunden fühlen. Hier, sieh dir meine Liste an und wähle einen aus, der dir gefällt. Technologie. Oh, ich finde auch, dass das eine schönere ist. Ich denke, ich werde es sofort ändern. In der Zwischenzeit drüben bei den Juroren. Habt ihr gesehen, dass sie bei der Präsentation Nummer 4 gemacht haben? Sie scheinen die Dinge dort jetzt wirklich in Form gebracht zu haben. Nun, es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Mir hat es gefallen. Kubisch Technologie. Weil, wir probieren das nochmal aus. Mal sehen, ob das wirklich das ist. Kann ich die Demonstration noch einmal sehen? Natürlich. Ich nehme einfach eine weitere Testwürfe und lege in die Kammer. Na dann. Ah. Wie du siehst, zersetzt es nur totes Material. Tatsächlich. Großartig. Unglaublich. Ich werde reich werden. Okay. Also das funktioniert wirklich so aus, ne? Der weiß nicht,
frage ich nochmal, was passiert mit dem Müll? Der Müll wird tatsächlich in reine Energie aufgeteilt. Wir können einen Anstieg der Gesamtenergie in der Umgebung feststellen und haben berechnet, dass der Anstieg der Energie in der Materie des Mülls entspricht. Danke für die. Kann ich das versuchen? Also das heißt, Chillpill da rein und dann hinter der Bühne materialisieren. Dafür muss ich jetzt erstmal den Shop hier fit machen. Es wird gut. Haben die Hörer größeres Interesse an der Präsentation gezeigt? Schwer zu sagen, sie waren wieder da, schienen aber trotzdem ein bisschen enttäuscht zu sein. Vielleicht mache ich damit immer noch etwas falsch. Hast du ein paar neue Vorschläge für mich? Vielleicht könntest du deinen Schriftzug ändern. Wirklich? Vielleicht kannst du einen Blick auf meine anderen Alternativen werfen, die ich vorhin vorgestellt habe. Hier, welches davon gefällt dir am besten? Ich finde auch, dass das ein schöneres ist. Ich denke, ich werde es sofort ändern. In der Zwischenzeit drüben bei den New York. Habt ihr gesehen, dass sie bei der Präsentation viel gemacht haben? Sie scheinen die Dinge dort jetzt wirklich in Form gebracht zu haben. Das Logo ist schön, aber der Name sagt nichts aus. Mir hat es nicht so gut gefallen. Ich verstehe den Zusammenhang zwischen dem Logo und dem Namen nicht. So, dann gehen wir den Firmennamen nochmal an. So, Liste, wir nehmen Würfeltechnologie. Oh, da, Würfeltechnologie. Oh, ich finde auch, das ist ein Chance. Ich denke, ich werde es sofort ändern. In der Zwischenzeit drüben bei den Jungen. Habt ihr gesehen, was ich schiebe? Ich fand es ziemlich ansprechend. Mir hat es nicht so gut gefallen. Ich verstehe den Zusammenhang zwischen dem Logo und dem Namen nicht. So, das müssen wir jetzt immer noch ein bisschen zu lange wiederholen, bis wir es haben. Schriftzug. Ich glaube, Philipp, müssen das mit der Welle machen, mit der Energiewelle. Jetzt hat er mit den Würfeln nichts zu tun. So. Hier. Der Name gefällt mir, aber das Logo ist zu flach. Das Logo hat zu viele Farben. Ja, das ist nicht so. Ich verstehe den Zusammenhang nicht so. Okay, das Logo hat zu viele Farben. Dann müssen wir erstmal den Firmennamen ändern. So, Namen gezweifelt. Wir nehmen Wellen. So, jetzt ändere ich noch das Logo. Schriftzug. Schriftzug noch möglich, ja, okay. Und wir nehmen das. Was hält? Stand 4. Gefällt. Name gefällt mir, aber das Logo ist zu flach. Das Logo ist schön, aber der Name sagt nichts aus. Mir hat das auch gefallen. Mensch, jetzt kennt man auch mal. Dann gehen wir nochmal auf den Schriftzug. Wirklich. Oh. Mal sehen, ob das ist. Dann ist es pfeilförmig. Pfeiltechnologien. Nochmal den Namen ändern. So, Firmennamen etwas anders. Wirklich, ja. Pfeilförmig.
So, vielleicht haben wir es jetzt. Das Logo ist schön, aber der Name sagt nichts aus. Mir hat es gefallen. Der Name sagt, wieso sagt denn der Name nichts aus? Dann nehmen wir jetzt sofort Technologie. Das sagt dann vielleicht was aus. So, die Juror, was sagen die? Stand 4. Das ist ziemlich ansprechend. Mir hat das nicht so gut gefallen. Ich verstehe uns zwischen dem Logo und dem Namen nicht. Willst du mich ärgern? Das gibt's ja nicht. Sofort. So, jetzt haben wir alles durchprobiert. Mal gucken. Ziemlich anstrengend, mir hat das nicht so gefallen. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir fast alles durchprobiert. Ich nehme jetzt Würfeltechnologien, das hatten wir glaube ich nämlich noch nicht. Und dann nehmen wir diesen 3D-Würfel. So, jetzt sehen wir einfach den Moment, Schriftzug, also Logo, und dann nehmen wir das. Mal sehen, irgendwann wird es auch passen. Ich fand es ziemlich ansprechend, mir hat es gefallen. Sind wir uns alle einig? Absolut, okay, ich schätze ja, super. So, ich möchte, dass du hier bleibst, falls die Leute irgendwelche Fragen. Okay? Okay. Super. Und du kannst mit mir kommen. Lass uns hingehen und ihnen sagen, dass sie gewonnen haben. Glückwunsch. Du hast den Preis für die beste Präsentation gewonnen. Was? Wirklich? Ist das wahr? Ja. In der Tat sehr wahr. Wow, das ist ja toll. Das ist es auch. So. Können wir deinen Prototyp hinter die Bühne bringen? Wir müssen uns auf die Show vorbereiten. Natürlich. Okay, das machen wir gleich. Komm schon, hilf mir dabei. Bringen wir das hinter die Bühne. Die Juroren helfen, die Gewinnererfindung hinter die Bühne zu tragen. So. So. Jetzt müssen wir dich für die Präsentation später in Form bringen. So. Unsere Chance. Unternehmensvertreter. Kann ich es versuchen? Natürlich. Nimm einfach einen dieser Würfel und geh in die Kammer. So. Achtung. Super. So. Halt es einfach eine Weile aus. Ich werde die Maschine darauf vorbereiten, deine Kleidung und Gegenstände zu ignorieren. So. Wo ist die Pille? Halt. Pille. Pille nehmen. Guck an. So, alles ist bereit. Ich werde jetzt die Müllentsorgung stoppen. Sehr schön. Genau so soll das funktionieren. Großartig. Großartig. Wow, das lief genau wie geplant. Ich werde diese Testwürfel einfach wegwerfen. So. Sabotage-Tool. Prototyp. So. Das sollte ausreichen, um den Prototyp scheitern zu lassen. Dann gehen wir nochmal. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Tür zur Ausstellungshalle. So. Hey, woher kommst du? Geh weg von dieser Tür. Gehen wir doch mal ganz entspannt in den VIP-Bereich und werden die Show genießen. Ist
werde mir, denke ich, ein Glas Wein genehmigen. Und dann werde ich mich schön entspannt. Ah, oh, schön. Hat dir das gefallen? Es war exquisit. Freut mich zu hören, dass es dir gefällt. Hast du vor, die Show jetzt zu starten? Dank, denke daran, dass die Ausstellung nach der Messe geschlossen sein wird. Wenn du mehr von der Ausstellung sehen willst, solltest du es tun, bevor die Show beginnt. Ja, fang mit der Show an, bitte. Dann setz dich einfach auf den Stuhl da drüben. Ich werde die Organisatoren informieren, dass wir hier oben bereit sind. Viel Spaß bei der Show. Danke. Das ist doch stilsicher. Ah, da oben ist die Lounge. Diese wird komplett so toll. Ich glaube, ich werde diese Show genießen. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Die Hauptpräsentation wird gleich auf der Hauptbühne loslegen. Zu deiner Information oder allgemeinen Sicherheit möchten wir dich darauf hinweisen. Die Ausstellungsfläche wird während der Messe verdunkelt. Bitte kommen ohne Umschweife zurück auf die Hauptbühne. Ja, Wahnsinn. Bitte begrüßt auf der Bühne Produktionsdesignpräsidentin für das Weltraumforschungsunternehmen von Guy. Ephrosia Pure. Hallo zusammen, wir haben eine tolle Show für euch geplant. Ich bin so froh, dass so viele gekommen sind. Dieses Jahr haben wir von Pi Weltraumforschung etwas wirklich Aufregendes für dir zeigen. Und wir glauben, dass es dir gefallen wird. Sowohl biologische als auch mechanische Lebensformen hatten schon immer den Durst nach Abenteuern, um das Ungesehene zu sehen, das Unberührte zu berühren oder einfach weiterzureisen, als sie es je zuvor getan haben. Die Größe des Universums ist ein Problem, seit wir begonnen haben, in den Weltraum vorzudringen. Sicher, es gibt einige Lösungen, die es gibt. Aber sie haben alle Einschränkungen und einige mit zweifelhaften Auswirkungen auf die Umwelt. Wir alle wissen, wovon ich spreche, oder? Aha, ich schätze, die Vertreter von Spacegate haben die Einladung verpasst. Ja, heute möchte ich euch die Zukunft zeigen. Seid ihr bereit für die Zukunft? Fühlst du dich festgefahren? Keine Zeit für regelmäßige Transporte? Wir haben die Lösung für dich. Wow, das war unglaublich. Nicht schlecht, was? Was du hier neben mir siehst, ist der brandneue Prototyp der Upper Space Transportmaschine. Das hier ist eine Technologie, von der wir vor 10 Jahren nur träumen konnten. Aber das ist noch nicht alles, um dieses erstaunliche Gerät für dich zu demonstrieren. Lasst uns die Blastervorhänge hochziehen und lenkt eure Aufmerksamkeit bitte aus dem Fenster. Ich möchte es euch zum ersten Mal in der Geschichte in Aktion zeigen. Das ist nicht so gut gelaufen. Ich muss mit meinen Technikern sprechen und herausfinden, was falsch gelaufen ist. Vielen Dank. Das ist alles für den Moment. Nun, Sabotage. Dann können wir, glaube ich, ganz entspannt zur Ausstellungshalle gehen. Die Ausstellung. Entschuldigung. Ja? Die Ausstellung ist jetzt geschlossen. Bitte folge mir und ich begleite dich zum Ausgang. Sehr angenehm. Die Durchsage hier ist super. Ich nehme einfach alle Gegenstände hier drin mit. So, dann haben wir alles und können gehen. Das war doch eine sehr erfolgreiche Mission. Oh, die Kinder sind weg. Ich glaube, ich rede nochmal mit ihnen. Vielleicht ist jemand hier drin.
Tür scheint verschlossen zu sein. Wir sind schon alle abgereist. Naja, gibt ja auch nichts mehr, gegen das man protestieren müsste. Super, die Durchsage. Die einfach nur den Klang nachahmen. So, willst du den Planeten wirklich verlassen? Ja, ich möchte. So, ich nehme mal an, dass ich jetzt nicht zu den Kindern von Pi reisen muss. Muss aber mal schauen. 4 Tage haben wir jetzt weg. Wir sind... Ich schau mal schnell. Genau, 4 Tage sind weg. Und ich müsste jetzt mal schnell in den Chefsessel. Captain. Ja, Schiff. Ich wurde gerade von der Lymianischen Space Gate Administration kontaktiert. Es scheint, dass unser Schiff jetzt für eine einfache Reise durch das Space Gate registriert ist. Ich werde die Nachricht an dein Infopad weiterleiten. Danke. Ich werde auch einen ehemaligen Eintrittspass für dich ausdrucken. Immer, der Pass ist erforderlich, um die Space Gate Registrierungslobby zu betreten. Okay, danke. So, was haben wir jetzt? Wir haben die Ziffern, wir haben die Schlüsselkarte, Space Gate Eintrittspass. Wozu zwei? Und wir haben die Bombe. Das heißt, wir haben alle Voraussetzungen, die relevant sind für Space Day. Okay. Das heißt, wir können jetzt zum Space Gate reisen, das Space Gate sabotieren und müssen dann vermutlich nochmal nach P zurück. 3 plus 3. Ja, das wird alles schon ziemlich knapp. Weil ich darf dann noch 70 Tage brauchen. Im Orbit von Spacegate. So, ich glaube, jetzt wird die Lage insgesamt überschaubar. Schauen wir noch mal schnell, ob das Ganze weiterläuft. Ja, das sieht gut aus. Rezeption kontaktieren. Baue eine Verbindung auf. Willkommen im Spacegate. Wie kann ich behilflich sein? Ich möchte das Spacegate so schnell wie möglich benutzen. Hast du ein Ticket zu beanspruchen? Ich habe ein Ticket zu beanspruchen. Bitte warten. Richtig, du hast ein Ticket für den ID-Transponder deines Schiffes reserviert. Für die manuelle Anmeldung docke bitte an das Transit Hub Alpha 1 an. Na, dann docken wir doch mal an. Ist ein Riesending. Das ist ja ein Riesending. So. Bin ich denn? Ach, große Güte. Das ist so cool gemacht. Es gibt keine Möglichkeit, diese Tür mit irgendwelchen Tasten zu öffnen. Luftschleuse. Durch diese Tür komme ich zur Check-in-Lobby B. Ich habe keine Passkarte, die an die Luftschleuse funktioniert. Bitte Eintrittskarte einlegen. Was ist der Unterschied zwischen Luftschleuse A und Luftschleuse B? Guten Tag. Oh, tut mir leid, ich will keinen Ärger. Ich sagte nur Hallo. Oh, dann Hallo. Bist du hier, um das Space Gate zu benutzen? Ja, mein Fenster ist allerdings noch 4 Stunden entfernt. Oh, ich verstehe. Moment mal, du bist bei der Space Fleet. Oh, das ist nicht gut. Warum das? Wie meinst du das? Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber dieser Knoten hat eine schlimme Infektion von der Union bekommen. Ich würde mich an der Stelle von diesem Typen fernhalten. Danke für die Warnung.
Ah, das sollte ich jetzt nicht so viel. Gut, da gucken wir nachher nochmal in das B rein. Okay. Also ist es dann alles bereit? Ja. Du hast dein Zeitfenster erhalten. Sorge nur dafür, dass du dein Schiff rechtzeitig fertig machst. Hast du dein Fenster verpasst, musst du ein neues Ticket kaufen. Okay, danke. Hey, was glaubst du, was du da tust? Ja, redest du mit mir? Wer ist sonst noch hier? Oh, ich bin hier, um mich für das Space Gate anzumelden. Es ist mir egal, was du tust. Wage es nicht, dich vorzudrängen. Oh, Entschuldigung, hast du in der Schlange gestanden? Tritt einfach zurück, Space Gate. Ich schätze, du warst zuerst hier. Du kannst vor. Bitte halt deine Klappe, Mensch. Ich melde mich an, wenn ich mit dem Rauchen fertig bin. Und wie lange kann das dauern? Wen interessiert das? Tritt einfach zurück und halt die Klappe. Aber wenn du dich nicht anmeldest, kann ich wohl vorgehen. Bist du schwer von dem Griff oder was? Niemand drängelt sich vor, Mosquito. Schon gar nicht so einen Spacefleet anschauen. Ich glaube, ich melde mich einfach an. Den Teufel wirst du tun. Hey. Beryl. Hier ist Spacefleet abschaum, der den Ort verträgt. Nee. Spacefleet. Ich hasse Spacefleet. Ah, dahinter ist das Space Gate. Du bist winzig. Hey, Größe ist kein Grund zu kämpfen. Nein, aber das Spacefleet schon. Nein, ich werde nicht mit dir kämpfen. Ah. Lauf einfach weg, Spacefleet abschaum. Hey, Mosquito. Hast du gesehen, wie der Fackling weggelaufen ist? Du bist also zurückgekommen, um Water zu holen. Ja, dann probieren wir es mal aus. Ja, das ist es, wovon ich rede. Ich schenke dir was. Zeig mir, was du kannst. Ach, da drüben ist das faule Obst. Temperamentvoll. Ich bin dran. Haha, das hat Spaß gemacht. Hey, Mosquito. Hast du den armen Kerl fliegen sehen? So. Gut. Das Einzige, was ich hier wohl machen kann, ist mit diesem... Nee, ich will nicht raus. Was ist mit diesem Obst? Agieren hier. Nichts Besonderes. Kann ich den nehmen? Die riechen stark. Die anderen riechen nicht. Vielleicht kann ich damit was erreichen. Ich hau dem das einfach in den Kopf. Dann mal gucken. Bist du also zurückgekommen, um weiter zu prügeln? Ich zeige dir, woraus das Spacefleet gemacht ist. So, ja, das ist das, wovon ich rede. Ich schenke dir was. Zeig mir, was du kannst. So, jetzt haben wir denn das Ding im Kopf. So, und jetzt gib den richtigen Platz. Das war eine Kombi. Okay. Registrierungshöhe. Willkommen im Space Gate. Wie kann ich helfen? Schon gut. In Ordnung. Einen schönen Tag noch. Dann. Hey, das tut mir leid, Mann. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich jetzt fertig bin. Dein großer Freund war müde, hat drüben am alten Fenster ein Nickerchen gemacht. Okay, danke. Wollen wir uns vielleicht auch registrieren? Willkommen im Space Gate, wie kann ich helfen? Ich möchte bitte durch das Space Gate. Okay, welches Schiff ist deins? Das ist die Copernicus. Das ist ein Wissenschaftsschiff der Space Fleet. Vielen Dank. Oh, dies ist eine Reservierung für eine Privatspur. Das bedeutet, dass du jederzeit eintreten kannst, wenn du willst. Bewege dein Schiff einfach in die Nähe des eigentlichen Tors, wenn du bereit bist. Wir kümmern uns um den Rest für dich. Gute Reise. Okay, cool. Dann habe ich ja... Die haben gesagt, hier hinten wäre was, ne? Die Gepäck. Was ist das? Unbefugnis Betretungsbereich Streckverbund. Genau, dafür brauche ich die Schlüsselkarte. Thank you.
Tür. So. Kaffee und Notiz. Es riecht. Es sieht aus und riecht wie eine heiße Tasse Kaffee. 153, 155, 6 Kilo. Okay, die scannen das Gewicht. Passt. Bin weg, um zu dehydrieren. Bin vielleicht mal zu regenerat. Ich sollte schnell arbeiten, bevor Regenerat ganz trocken ist. Ich drücke mal die Taste. Ist ja was anderes hier. Ah. Ah, sehr gut. Er braucht ein bisschen um. Das funktioniert nicht. Kann ich es anhalten? Was soll ich das? Nichts Besonderes. Kann ich da die Bombe reintun? Okay. Machen wir es wieder an. Da kommt die Bombe. Es ist zu leicht. Ah, ich muss das Verpackungsetikett drunter nehmen. Ah, das ist ja großartig. Gut, jetzt Verpackungsetikett auf die Bombe. Schön. Dann packen wir die Bombe in den Schlitz. Das war jetzt reiner Zufall, das mit dem Gewicht, dass das jetzt 7 Kilo war. Da hätte ja sonst irgendwas kommen können. Okay, dann machen wir das wieder an. Dann braucht es. Und jetzt ist es wieder aktiv. Ich muss es dann einfach ausmachen. Das muss durch den Test. Okay. Jetzt mache ich es aus. Und jetzt mache ich es wieder an. Bingo. Ich denke, ich werde in den anderen Raum gehen und schauen, was jetzt passiert. Dann gehen wir mal in den anderen Raum. Ja, da ist es. Sehr gut. Ach, jetzt gucke ich zu, wie das Ding explodiert. Das ist so krass. Ich frage mich, ob jemand das bemerkt. Vielleicht sollte ich jetzt einfach. Okay, 7 Tage haben wir verloren. Und ich würde jetzt das Space Gate. Wieso bin ich da böse? Weil ich kritische Infrastruktur zerstört habe? Das ist ja dumm. Nicht so dramatisch. Chef, kannst du bitte auf den Anruf antworten? Ja. Hallo Captain, ich bin's, Tim Techley. Kannst du mich sehen? Ja, Tim, ich sehe dich. Das ist toll. Das war unglaublich, Captain. Du hast es wirklich geschafft. Die Explosion hat unsere Breitbandsensoren stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Explosion muss wunderschön gewesen sein. Ist diese Leitung sicher, Mr. Techley? Aber natürlich. Meine Freunde hier haben mir versichert, dass dies verschlüsselt ist. Deine Freunde? Die Kinder der Natur. Ich melde mich also im Hauptquartier auf P, Captain. Oh, einen Moment. Sie sagen mir noch etwas anderes. Okay, ich verstehe. Captain? Ja, ich bin hier. Sie haben mir gesagt, dass ich ausrichten soll, dass die andere Mission abgebrochen wurde. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wie auch immer, wir wollen dich persönlich hier haben. Es gibt hier eine Menge Leute, die dem Helden die Hand schütteln wollen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss los, Captain, aber ich werde hier auf dich warten. Okay, bis dann. Okay.
Schauen wir schnell. Wir sind jetzt am Space Gate. Wir würden brauchen 65 Tage. Hätten 5, würde genau reichen. Also, wir fliegen jetzt nach Pi. Wenn sich das als Luftmurmel entpuppt, fliegen wir von hier aus direkt zur Erde. Das sollte passen. Okay, wir fliegen jetzt nach Pi. Ich hoffe ja, dass die für mich eine neue Antriebstechnologie haben. 65 Tage hätten wir gebraucht auf dem regulären Weg. Das wäre jetzt der Hammer, wenn das genau passen würde. Würde aber ins Konzept passen, weil es halt alles so getimt ist. Tag 295. Wir werden gerufen. Schiff, kannst du bitte auf den Anruf antworten? Ja. Willkommen nochmal, Captain. Hier ist Tim Techley. Hallo Tim. Die Kinder der Natur lassen dich grüßen und laden dich in ihr Hauptquartier ein. Soll ich ihnen sagen, dass sie dich bald erwarten sollen? Ja, ich denke, das kannst du. Super. Ich werde dir die Koordinaten schicken. Bis bald. In Ordnung. Ich soll wohl runtergehen und mich mit Tim treffen. Verstanden. Achso, da werden mir die Koordinaten nicht mal mehr gezeigt. Klar, warum nicht? Schau, solange das Shuttle da bleibt. So, das ist vielleicht die letzte Landung in diesem Spiel. Ey, wehe, da fehlt dann ein Tag zum Schluss, ey. Das ist gut. Alle sind zufrieden und glücklich, so wie es aussieht. Captain Velmo, was für eine Ehre. Willkommen zu Peak. Mr. Techley, schön, dass du bei guter Gesundheit bist. Ich hatte schon befürchtet, du hättest Mr. Bossman misstrauisch gemacht. Ich habe ihm keine Chance gegeben. Ich bin gegangen, sobald diese Abscheulichkeit flog. Es klingt nach einer klugen Lebensentscheidung. Und auch ein großes Dankeschön von uns hier auf Pi. Die Zerstörung der Space Gates. Die Space Gates sind was, von dem wir seit seiner Erschaffung geträumt haben. Also noch einmal danke, dass du das Richtige tust. Und, Captain, ja? Wir haben eine kleine Überraschung auf dein Schiff geschickt. Das klingt ein bisschen unheilvoll. Nicht diese Art von Überraschung. Was ist? Es wäre keine große Überraschung, wenn ich es dir jetzt sagen würde, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, habe ich für eine Weile genug Überraschungen erlebt. Die Menschen hatten noch nie eine echte Wertschätzung für das Unbestimmte. Langweilig, ja, aber ich verstehe. Wir haben beschlossen, deinen Schiffsmotor mit unserer neuen Supertechnologie zu optimieren. Dieser Erweiterung sorgt dafür, dass deine Maschinen sauber laufen und umweltfreundlich sind. Das war's, umweltfreundlicher. Es tut uns leid zu hören, dass du unser Geschenk nicht angemessen findest. Das Upgrade sollte auch die Effizienz der Maschinen steigern. Danke, ich sollte jetzt wirklich los. Ich verstehe. Genieße das Essen und die Annehmlichkeiten hier, bevor du gehst. Und du bist und wirst immer ein Freund der pianischen Menschen sein. So, hier ist nichts mehr zu holen. Technisch nochmal reden. Also ist dieser Ittenheimer hier irgendwo. Ja, ist er. Alles lief wie geplant. Wir haben es geschafft, ihn aus dem Chaos nach der Zerstörung herauszuspielen. Er und seine Familie leben jetzt hier auf Pi an einem geheimen Ort. Geheimer Ort, ist das hier notwendig? Er weiß, was nach dem, was er durchgemacht hat, nötig ist. Er ist überzeugt, dass jemand versucht, ihn zu töten. In diesen Tagen fällt es ihm schwer, jemanden zu vertrauen. Na, ich muss jetzt los. Nochmals vielen Dank für alles. Und viel Glück für dich da draußen. Ja, Mörder und Auftraggeber stehen um die Festtafel. Neue Schiffsausrüstung. Super Zusatzmaschine. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding bringt. Und ob es ausreicht, schnell genug zur Erde zu kommen. Verlieren wir keine Zeit. Schauen wir an, was haben wir dabei. Okay, Geld haben wir genug. Was sagt die Maschine? Autoschmiede. Verlassen, ist es schon installiert. Schiffstempo 20, das ist ordentlich. Okay, und wir haben alles dabei, Chromium. So, und jetzt muss es nur noch passen, bitte. Bitte, jetzt muss es nur noch zeitlich passen. 50 Tage. Das sieht gut aus. Barrierekontrolle, das machen wir jetzt hin und da weg. Okay. Also, was für eine tolle Mission. Wir haben die Kinder der Natur gerettet. Wir haben die Upper Space und die Lower Space Technologie ausgeschaltet. Ippenheimer lebt noch.
Ich bin also kein Mörder. Und dass ich der Böse bin, weil ich das Space Gate hochgesprengt habe. Was soll ich denn dazu sagen? War auf alle Fälle eine tolle und runde Mission, die nochmal einen ganz anderen Fokus lenkt auf das, was man hier in dem Spiel sonst erlebt hat. Und ich glaube, ich werde mir noch ein kurzes Recap-Video leisten mit allen Entscheidungen, die hier zusammengegangen sind. Okay. Kontaktieren wir mal das Tor, geben unsere Sternfragmente zum dritten Mal ab. Ja, ich verstehe. Wir haben es bemerkt, ist egal, ich muss durch die Barriere. Das würde ich was kosten, das weiß ich schon. Sternfragmente ist nicht verhandelbar. Bitte, du kannst die Sternfragmente haben. Wir danken dir. Durchgang sollte offen sein. Sehr schön. So. Das heißt, für mich habe ich jetzt das bestmögliche Ende erspielt, das überhaupt denkbar ist. Jetzt muss ich nur noch meine Frau rechtzeitig retten. Das sieht aber gut aus. Oh, da ist nicht viel Luft. 286 Tage. Eieiei. Na, mal gucken, ob das reicht. Ich bin gespannt. Aber ich habe auch keine Zeit verschenkt. Also wenn jetzt Ortis zerstört sein sollte, dann ist es vom Spiel aus so angelegt. Gut. Dann verlassen wir das erstmal und fliegen bitte nach Ortis. Starten 2 Tage. Ey, das geht sich genau aus. Wir sind bei 286 Tagen gestartet und sind jetzt bei 344. Und kommen hoffentlich rechtzeitig an. Captain, die Stirn wird schwer angegriffen. Okay, das heißt, wir haben faktisch genau die Zeit gebraucht, hätte nicht schwer sein dürfen. So, das werden wir wieder ignorieren. Wir brauchen dringend Hilfe. Teilung out. Einsetzen. Das Ergebnis kennen wir schon. Großartig. Das werden wir jetzt mit allen Stationen machen. Und das werden wir überspringen hier an der Stelle. So, das haben wir ja schon geklärt. Also das ist Sarah, die wir gerade gerettet haben. Also nach meiner Rechnung hätten wir keinen Tag länger brauchen dürfen. Das war genauso angelegt. Ich hätte wahrscheinlich, sagen wir mal so, wenn ich nochmal hätte hin und her fliegen müssen, das wäre ein Problem gewesen. So, dann los. Ich dich auch dann fliegen muss. Alle aus dem Posten gerettet. Das ist schon die Endmusik. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht. So, jetzt müssen wir erst noch so eine Großmast herstellen. So. Tom, kontaktieren wir nicht erst. Schiff, lass uns die Unterdrückungsfelddisruptor wieder benutzen. Ja, informiere jetzt die Station. Was für ein Durchlauf. Außenposten Terror. Also sie kontaktieren uns. So, das drücke ich auch durch. Also, wir haben Terror gerettet. Saar gerettet. Wir haben die Kinder der Natur gerettet.
indem wir uns in diesem wirklichen Durcheinander von Entscheidungen, die entweder das eine oder das andere moralische Prinzip aushebeln, misch dich nicht ein, mache keine Dinge kaputt, töte niemanden und so weiter und so fort, ziemlich genau in der Mitte entlang bewegt haben, mit einem sehr, sehr guten Ausgang für alle, sogar für Imheimer. Damit hatte ich nicht gerechnet und es hat sich wirklich gelohnt, das Ganze zu spielen. So, jetzt werde ich auch hier kein langes Aufheben machen. Produziere den Unterdrückerstrahl. Und werde den Disruptor einsetzen. Lass den Unterdrückerstrahl Disruptor wieder nutzen. Mit vermehrten Zielen. Sieht gut aus. Also das hat sich wirklich ausgezahlt. Wir haben eigentlich, wenn man so will, zwei sehr, sehr große Missionen, die hier zusammenhängen. Das eine ist Phantom Earth und das andere ist dieser Komplex um Lime Key und das Space Gate und die Kinder der Natur. So ein bisschen dahinter zurücksteht Selig und die Indiana Jones nochmal. Aber alles großartige Einzelgeschichten in dieser Metanarration, die ist von der Komplexität her ein bisschen stumpf. Also hier gegen den Erdfeind zu kämpfen und dann sich in diesem Bereich zu bewegen und dann ist es das auch. Das ist ein bisschen einfach gehalten und erfüllt so klassische Science-Fiction-Erzählmuster, ja, Bösewicht oder Marvel, ja, das wird nach demselben Schema erzählt. Aber die Einzelgeschichten auf dem Planeten, die hatten sie in sich. Die waren schön auserzählt und ausbuchstabiert, bei denen ich wirklich sagen muss, und überraschend unterschiedlich und, haben sie sich auch gespielt, diese Detektivgeschichte am Schluss. Irgendwie beschäftigt es mich immer noch, ob Samoa eine Maschine ist. Dann los. Okay, wir retten alle Außenposten, bringen die Brennstoffzelle auf die Erde und das ist ein tolles Spiel. Ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht nochmal anfassen. So, das haben wir auch schon besprochen. Ihn retten wir mit 30.000 Menschen. Wir haben die medizinische Versorgung sichergestellt. Die wirtschaftliche. Das Müllproblem ist gelöst. Und, ach ne, das Müllproblem müssen wir noch lösen. Da fliegen wir jetzt hin. Nach Eden Promise. Und dann haben wir es eigentlich. Ob das ist so knapp war mit diesem Außenpostenortes, meine Güte. Hätte ich jetzt gedacht, komme ich zu spät. Jetzt mit den 80 Tagen stimmt aber vielleicht auch nicht. Und warum Sirup aus Sirup hergestellt wird, das Rätsel konnte ich auch nicht lösen. Aber wahrscheinlich habe ich, dadurch, dass ich den Mord an Ebenheimer nicht verfolgt habe, habe ich das nicht gebraucht. Verteidigen sich wieder sehr süß wie das. Ja, und damit haben wir die Außenposten gerettet. Dass ich das jetzt weggeklickt habe für die, die nur dieses Video sehen, liegt daran, dass ich schon in dem letzten Ende alle gerettet diese Außenposten einen nach dem anderen befreit habe und jetzt eigentlich hier für das Let's Play nur wiederhole. Wie ist denn auch? So, jetzt haben wir alle Außenposten gerettet und können zur Erde durchfliegen. Da wir die Erde schon gespielt haben, werde ich auch das abbrechen oder überspringen. Denn hier gibt es kein alternatives Ende, hier gibt es nur das eine. Und damit beende ich das Let's Play von The Captain.
Waren tolle Stunden, war eine tolle Erfahrung, das auch nochmal hier für den Kanal zu spielen, in einer alternativen Variante, versuchen den friedlichen Weg zu wählen, ohne Kampf und ohne Waffengewalt. Wie man gesehen hat, muss man schon sehr früh bestimmte Entscheidungen so treffen, so justieren, dass man am Ende der Geschichte zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Das ist das, was das Spiel sehr, sehr gut macht. Es setzt den Spieler unter Druck. Und beim ersten Durchlauf kann man das nicht. Es ist aus meiner Sicht unmöglich, das adäquat umzusetzen. Also da kann man nur scheitern. Also wenn man schafft es so oder so rechtzeitig auf die Erde, das ist überhaupt kein Problem, aber man rettet definitiv keinen der Außenposten. Also ich wüsste nicht, wie man das schaffen soll, dass das zeitlich sich ausgeht und man mit genügend Ressourcen kommt, weil man ja jede moralische Entscheidung, die man vorher trifft, also die Straw zum Beispiel, wer von euch hätte nicht den Chip, die Erinnerung von Straw ins kulturelle Gedächtnis der Ogg gehen lassen? Wer von euch hätte nicht dem Wunsch von Klassis entsprochen, dass er sich tötet, weil er von seiner Familie weg ist? Wer von euch hätte das Artefakt lieber stehen lassen? Und das wären schon die drei gewesen für drei zentrale Punkte. Oder man hätte die Geschichte von Samoa aufgeklärt. Schon auch da wäre ein weiteres Sternfragment weg gewesen. Schlussendlich hätte man mit einem Sternfragment, wäre man dort angekommen, vielleicht ein, zwei Tromium-Behältern und hätte vielleicht zwischendurch noch Sternfragmente verkauft, um sich bessere Waffen kaufen zu können. Das heißt, das habe ich ja von vornherein überhaupt nicht gemacht. Und ich bin froh, dass ich wieder genau an der Stelle stehe. Die Familie vereint ist, die Starfleet gerettet, die Erde gerettet, die Kinder der Natur gerettet. Nur die Greenfinger, die lassen wie ein dunkler Fleck auf diesem Ende. Ich weiß aber nicht, wie man es hätte anders machen sollen. Ich habe jetzt am Schluss gehofft, dass ich vielleicht hier auf Pi oder Lime noch ein weiteres Sternfragment finde. Und ich dieses benutzen kann und dafür Greenfinger verschone. Wenn ich das aber mache, bekomme ich auch das Sternfragment nicht, was Kim auf Talaron stehen hat. Dann fehlen schon zwei. Deshalb ist das, glaube ich, das bestmögliche Ende, das man erreichen kann in diesem Spiel. Da es auf eine Wiederholung angelegt ist, das heißt, nochmal eine Schleife oben drauf legt. Also wir haben die Geschichte von der Rückkehr zur Erde mit der Brennstoffzelle, die immer gestört wird durch General Evelyn. Das ist, die Geschichte ist total banal. Und die ändert sich in keinem Durchlauf, weder im ersten noch im zweiten noch im tausendsten. Auch die kleinen Geschichten auf dem Planeten jeweils ändern sich nicht. Es gibt immer unterschiedliche Optionen, die man wählen kann, dass man das eine oder andere macht und ein oder andere tut. Und so die Geschichte möglicherweise so verändert, dass man zu einem bestimmten Punkt auf die Erde hinkommt. Jetzt muss ich mal kurz schauen, dass die Kamera noch passt. Das sieht man nämlich nicht so aus. Dass man zu einem bestimmten Punkt auf die Erde hinkommt. Halt, muss nach oben. So. Und dass man eine bestimmte Richtung einschlägt, entweder eine pazifistische oder eine eher aggressive, dass man auf jeden Fall aber Fehler versucht zu vermeiden, die man im ersten Durchlauf gemacht hat, indem man bestimmte Dinge kauft oder verkauft, indem man bestimmte Geschichten in eine bestimmte Richtung entwickelt, dass man bestimmte Planeten überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Und dadurch baut man faktisch noch eine Metageschichte über der eigentlichen Rahmenerzählung auf, indem man sagt, ich spiele das jetzt noch einmal, aber ich sortiere mir die Ereignisse in der Rahmenhandlung so, dass der Ausgang der Geschichte ein anderer wird. Das heißt, die Plotstruktur ist identisch, komme so schnell zur Erde, wie es noch irgend geht, aber der Ausgang der Geschichte ist davon massiv beeinflusst, wie man sich in den kleinen Entscheidungen, in den Einzelgeschichten bewegt.
und das fängt sehr früh an. Ich habe ja VL624 ignoriert und habe dort die 400 Credits mitgenommen und das Tromium, was mir das erste Maschinen-Upgrade besorgt hat. Und dieses erste Maschinen-Upgrade, das ich bekommen habe, hat dafür gesorgt, dass ich mich sehr viel schneller vor dem Sonnenplaster wegbewegen konnte. Schlussendlich im linearischen Raum hat mir das nicht mehr viel genützt. Da brauchte ich nur noch dieses Dreier-Upgrade, um dann mich schnell zu bewegen. Das war aber zwingend notwendig, um die Mission zwischen Pi, Lime und dem Space Gate zu absolvieren und dann noch rechtzeitig zurück zur Erde zu kommen. Wobei mir das Maschinen-Upgrade der Kinder der Natur extrem geholfen hat. Und das Ganze durchschaut man nicht im ersten Durchlauf. Dafür braucht man 2 oder 3. Und das macht das Spiel so toll. Ja, also dass diese Wiederholungsstrukturen selbst angelegt sind, weil man als Spieler derart unter Druck gesetzt wird, dass man moralisch, also ethisch richtige Entscheidungen, auch moralische Prinzipien trifft, Stichwort oberste Direktiv, mische dich nicht in andere Kulturen ein, und dann am Schluss der Geschichte aber feststellt, dass das genau der falsche Weg gewesen ist. Ja, also das heißt, man hat allen möglichen Leuten geholfen und allen anderen, nur der Erde eben nicht. Man wird seine Frau verlieren, die ganze Erde geht da nieder, die Space Fleet geht da nieder. Und dann stellt man fest, dass die Entscheidungen, die man aus moralischem Prinzip getroffen hat, von denen man ausgegangen ist, dass sie ethisch gut sind, die furchtbarsten Konsequenzen haben. Und das korrigiert man dann im zweiten oder dritten Durchlauf, wenn man Lust hat, so, dass man zumindest diese Entscheidungen und Konsequenzen versucht so abzumildern, dass nicht zu viele zu Schaden kommen. Und das ist nicht einfach. Man hätte sich ja noch an 2, 3 Stellen hier anders entscheiden können. Also auf Select zum Beispiel. So, das klicke ich mal durch. Das hatten wir alles schon. Und die Entscheidungsstruktur lassen wir noch durchlaufen. Denn da haben wir jetzt anders gemacht. In diesem Durchlauf. Und das war es dann tatsächlich. Der Cap. Den kriegerischen Durchgang, also den Kampf werde ich nicht mehr machen. Also ich könnte noch gegen den Piraten kämpfen, wenn ich bis dahin gut ausgestattet wäre. Wäre dann vielleicht auch rechtzeitig auf der Erde. Bräuchte die Fragmente nicht für die Schmuggler. Also es wäre insgesamt ein komplett anderes Spiel, wenn ich das machte. Aber es ist nicht meins. Soma tut mir immer noch leid, Straw. Opt. Epsilon Station. Serum, wie gesagt, war ich nicht. Nugget Mode, muss man nichts zu sagen. Hier habe ich die Entscheidung wiederholt auf Select. Das heißt, das Artefakt mitzunehmen. Talaron habe ich auch nichts geändert. Hier blieb alles beim Alten. Jetzt wird es langsam interessant. Phantom Earth. Wird jetzt hier nicht gezählt. Doch. Ich hätte mich schon gewundert, wo sollte das Standort mit herkommen. Jetzt wird es interessant. Lime habe ich hier einige neue Entscheidungen getroffen. Genau, dann Default war ich schon. Im Key dürften jetzt noch einiges dazu kommen. Genau. Und das Space Gate habe ich zerstört. Punkte dürften jetzt ein bisschen niedriger sein als beim letzten Durchgang, denn ich habe ja mehr Tower gekauft. Aber ich habe wenigstens die Außenposten alle. Rembrandt ist im Spiel immer unterschiedlich geschrieben, witzigerweise. Einmal mit DT und einmal mit T. Genau, jetzt komme ich nicht auf die Zahl vom letzten Mal. 2728. Aber auch keine neue Auszeichnung. Hat das so viel ausgemacht, die Maschine der Kinder der Natur? Interessant, dass sich das so ausgeht. So, den Abspann lasse ich jetzt für diese Fassung noch einmal durchlaufen. Es geht ja relativ schnell. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein tolles Spiel und tolles Erlebnis. Hier The Captain mit diesen 3 unterschiedlichen alternativen Enden durchzuspielen.
einmal primär auf die Erde zu fokussieren, zum zweiten dann auf die Befreiung aller Außenposten und zum dritten auf die Kinder der Natur tatsächlich mit ihrer Bitte ernst zu nehmen, Upper Space und Lower Space auszuschalten. Und auch das war nochmal eine schöne, das war eine schöne runde Mission mit der Weltraumausstellung auf Pi und dem Detektivspiel faktisch auf Lime. Auch wenn es nochmal, das waren ja 2,5 Stunden, die das nochmal gedauert hat. Und Xerum, das weiß ich aus meinem ersten Durchlauf, dauert nicht ganz so lang. Aber zum Beispiel die Piraten, Auseinandersetzung mit den Piraten, das mag ich mir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit man da investieren kann. Gute Übersetzung im Übrigen von Marcel Weyers und Thomas Faust. Gibt nur 2, 3 kleine Stolpersteine, wo direkt aus dem Englischen übersetzt wurde, dann möglicherweise doch was anderes gemeint ist. Also das Gewölbe für The Fort finde ich ein bisschen eigenwillig und sehr ist eine eigenwillige Metapher, funktioniert aber. Und das ist es gewesen. Ganz herzlichen Dank und ich bin gespannt, was ich als nächstes angehe, aber das wird jetzt eine Weile dauern. Bis ich ein neues Spiel beginne hier auf dem Kanal. Das sollte so ein bisschen ein Weihnachtsprojekt sein über das Jahr und direkt im Kontrast zu Anbeginn stehen. Und ich hoffe, das ist mir ganz gut gelungen zu zeigen, wie unterschiedlich Spiele erzählen können. Die beiden hier treten jedenfalls sehr stark auseinander. Und mal sehen, wann mir das nächste Kaliber dieser Art vor die Augen kommt und die Hände. Also bis dahin.